Hi YouTube, herzlich willkommen zu dieser Reaction auf diesen wunderschönen Mann, und zwar Jonas mit einem tollen Mittelscheitel. Und zwar kritisiert er Meinungsblogger, so wie es aussieht. Also mich! Aber vor allem, glaube ich, wie heißt die nochmal? Sascha. Und zwar hat er ein Video hochgeladen mit: Wenn Kollegen kritisieren, dein Geschäftsmodell ist. Sehr interessanter Titel. Und das möchte ich mir jetzt einmal anschauen mit euch zusammen. Lasst ein Follow auf Twitch da, zweiter Link in der Beschreibung. Alles andere wäre eine Beleidigung. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Let's go! Hey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und mir ist letztens was aufgefallen. Ich habe ja zuletzt mal ein Video gedreht, ich nenne das jetzt mal über diesen zu vielen Skandal bei Leroy, was den Titel getragen hat, das letzte Video von Leroy. Und das Video hat ehrlicherweise sehr gut performt von den Aufrufen her und ich habe mich dann daran zurückerinnert, dass ich ein ähnliches Phänomen schon mal hatte. Und zwar, als ich ein Video über die militante Veganerin gemacht habe. Als er ein Video mit 10 Arten zu küssen gemacht hat mit Denise MSKI. Beziehungsweise waren es genau genommen sogar 2. Meine Videos sind nämlich normalerweise eher von Personen losgelöst, sondern beziehen sich eher speziell auf bestimmte Themen. Zum Beispiel jetzt zuletzt, ob die Menschheit immer dicker wird oder über unser Schulsystem in Deutschland oder ja auch recht viel von meinem Tierschutz-Content, bei dem es erst recht keinen Sinn machen würde, den speziell auf eine einzelne Person zu beziehen. Und im Tierschutz bietet sich das generell nur in einzelnen Fällen an, wie eben zum Beispiel bei der militanten Veganerin oder Robert Mark Lehmann hatte, glaube ich, vor einem Jahr etwa mal Montana Black für sein Aquarium kritisiert. Wie man hier sehen kann, auch das war ja ein sehr aufrufstarkes Video. Nun gut, bei den einzelnen Videos jeweils, bei denen es speziell dann bei mir um einzelne Personen ging, ist mir aber Folgendes aufgefallen. Diese Videos haben immer besonders gut performt, immer besonders gut polarisiert, hat also zu viel Engagement geführt. Also meistens auch viele Kommentare, viele Leute, die es geteilt haben. Das hat viel damit zu tun, dass die Leute ihren Frust dann auch in den Kommentaren dalassen konnten, weil sie Ähnliches auch schon beobachtet haben. Die haben dann zum großen Teil meiner Meinung zugestimmt und Dinge noch hinzugefügt. Oder manche eben auch, die dann die Personen, die in dem Video kritisiert wurde, verteidigt haben und gesagt haben, so, nee, Jonas, du siehst das voll falsch, es ist eigentlich so und so. De facto haben die Videos aber eben super polarisiert. Ein paar Leute, die richtig rein beleidigt haben, sicherlich auch. Weil es eben ganz speziell um eine einzelne Person ging. Meine persönliche These ist nämlich vorerst einmal, dass wenn beispielsweise das Video über Leroy, das ja hieß, das letzte Video von Leroy, wenn das beispielsweise ein zu vieler bei einer Talkshow gehießen hätte, dann hätte das auf jeden Fall weniger Aufrufe gehabt. Genau. Ja, sicherlich. So, wenn ich nicht explizit über die militante Veganerin gesprochen hätte, sondern einfach nur generell über radikalen Veganismus, dann hätte auch das längst nicht so gut funktioniert. Nun gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer YouTube-Kanäle, deren Content viel drastischer daraus besteht, auf das Fehlverhalten oder problematische Aspekte bestimmter Einzelpersonen. Warum steht auf seinem rechten Ärmel Right und auf seinem linken Ärmel Left? Ist auch wild. Aufmerksam zu machen und diese zu kritisieren. Da ist mir zum Beispiel der Kanal Just Nero aufgefallen. Man muss sich im Just Nero. Grunde nur mal seine letzten Uploads angucken, man wird ganz gut verstehen, was ich meine. Leroy, Julienko, André Schiebler, wie diese YouTuber sich selbst zerstören. Abrechnung Aline Bachmann. Leroy ist noch schlimmer als wir dachten. Maximilian Pütz, peinlicher Clown. Leroy, das kann nicht dein Ernst sein. Theo. Jonas hat Maximilian Pütz erwähnt. Stratmann droht mir mit Abnahmung. Lösch dich, Maxim Neuss. Leroy wird immer schlimmer und so weiter und so fort. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sein Content besteht fast ausschließlich darauf, sich mit anderen Creatern zu befassen und diese zu kritisieren. Und deutlich wird bei ihm auch, wer für ordentlich Performance sorgt, der wird auch gerne mal öfter kritisiert. So hat es Leroy beispielsweise bei ihm in 4 der letzten 8 Uploads geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ganz vorsichtig jetzt erstmal, bevor jetzt manche von euch direkt kommentieren wollen, Just Nero ist mein Lieblings-YouTuber, der ist voll cool. Lasst euch gesagt sein, ey. Ja, das muss ich aber, das ist eine berechtigte Kritik von Jonas, muss ich sagen. Also, viele YouTuber stürzen sich wirklich extrem auf bestimmte Themen und das nervt mich auch wirklich. Also, manche YouTuber machen dann wirklich, wie KuchenTV zum Beispiel, 7 Millionen Videos zu einem Thema oder zu einer Person oder Just Nero 4 Videos zu Leroy. Die schaue ich mir einfach nicht an, aber ist ja nicht schlimm. Also, ich bin dann der Letzte, der sagt, oh mein Gott, wie kannst du nur? Ich schaue es mir halt einfach nicht an, ne? Hey, alles gut. Wir schauen uns gerade nur einmal dieses Phänomen an, weil das eben so spannend ist. Und damit Just Nero auch nicht alleine bleibt, schauen wir uns auch gerade noch mal ein paar andere YouTuber an, die das sehr ähnlich machen. Da gibt es ja zum Beispiel einen KuchenTV, der ja auch verschiedene Formate hat, die sich oftmals explizit mit Creatern befassen oder auf Creator beziehen. Wem ich auch schon länger folge, ist Klängern, ist auch ein spannender Case. Denn auch hier kann man sich angucken, wenn man sich mal die erfolgreichsten Videos der letzten Wochen anguckt, dann sieht man der Abschluss von Julienko, skurrile Show von Jeremy Fragrance, alles Fake Theo Stratmann und UpRed Abzocke. Dass das auch wieder alles Videos sind, die sich explizit mit einer einzelnen Person befassen und nicht beispielsweise wie sein Video die Zerstörung von Twitch oder so kaufen Shell und Co. Influencer, wo es eben nicht explizit um eine einzelne Influencerin oder einen einzelnen Influencer geht. Ja, safe, aber
jetzt mal aus Zuschauersicht, Chat, ihr seid gefragt, warum schaut ihr eher Videos, wenn es halt um eine bestimmte Person geht, die man so kennt, und weniger um halt so bestimmte Themen, die einfach besprochen werden? Bei mir, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Mache ich das überhaupt? Habe ich nie richtig drüber nachgedacht. Sondern das Ganze eben was allgemeiner gefasst ist. Auch das, wie gesagt, keine Kritik an Klängern, sondern für uns nur spannend, diese Beobachtung. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer YouTuber, wie zum Beispiel Alpha Kevin, der auch sehr oft seinen Content auf einzelne Creator bezieht. Oder eben auch zum Beispiel Sascha, die, glaube ich, verglichen mit all den anderen sogar die stärkste Performance hat, was diese Videos angeht. Bei Sascha ist der Content durchaus auch durchmischt mit Videos, die eher allgemeiner gehalten sind. Also Videos, deren Titel und Thumbnail sich vor allem auf einzelne Creator beziehen, sind die hier, wo es einmal auch um Leroy geht, es geht einmal auch um Julenko und es geht um TJ. Und auch hier sieht man aber natürlich, dass das die besonders performanten Videos sind, wo es um diese einzelnen Leute... Ist halt auffälliger, gerade wenn man Entertainment sucht, statt Informationen, ja, verstehe ich, weil ich wissen will, was für Mist Leute abziehen, und da sind viele Einzelbeispiele gut und manchmal auch lustig. Verstehe ich, verstehe ich. Geht. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch in vielen anderen Videos... Ich muss auch sagen, ich gucke mir zum Beispiel gar keine Simplicissimus-Videos an, nur wenn die jetzt zum Beispiel über... Reichels Universum und so reden, aber so einfach so normale Simplicissimus-Videos, auch wenn die insane gut sind, schaue ich mir nicht an, weil diese Informationen sind zwar interessant und so, aber dann schaue ich mir lieber irgendwie so einen Mix aus Unterhaltung und Informationen an, wisst ihr, was ich meine? Videos von Sascha 1. Und sowas bekommt man halt wahrscheinlich eher, wenn halt so eine Person hops genommen wird, wisst ihr? Die Creator explizit kritisiert werden, die sind aber nicht im Titel oder im Thumbnail zwingend abgebildet. Also im Thumbnail schon, aber oftmals mit schwarzen Balken zensiert, und ich persönlich kenne die ehrlich gesagt gar nicht. Aber bei Sascha's Videos kann man sich im Grunde schon eigentlich immer darauf verlassen, dass auch einzelne Creator kritisiert werden. Das ist nur in seltenen Fällen nicht gegeben. Es gibt natürlich auch auf anderen Plattformen solche Cases, wie zum Beispiel bei meinem geschätzten Kollegen Jonas Wuttke, der mit seinem Ist-Social-Media-Peinlich-Format eben auch explizit auf fragwürdige Sachverhalte oder generelles Verhalten in der Social-Media-Szene aufmerksam macht. Und auch hier kann man eben beobachten, dass die Videos vor allem dann besonders performant sind, wenn sie sich wirklich explizit mit einem einzelnen Creator befassen, der im besten Fall vielleicht wirklich auch gerade sehr relevant ist. Ey, war echt spannend zu sehen, muss ich sagen. Also ab jetzt werden nur noch Videos gemacht über irgendwelche Fame-Leute. Also das wird jetzt durchgezogen. Wie zum Beispiel in diesem Case Julius Boring Life. Wie geht's eigentlich Julius Boring Life? Und dann sieht man eben auch, dass das Video... Julius Boring Life. Wirklich, das ist wirklich die, also das ist eine der komischen Influencerinnen. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Jo, über eine... Also das heißt, ich kann die überhaupt nicht leiden. Ich finde die einfach komisch. Wenn ich die auf TikTok sehe oder so, ich skippe sofort weg. Ich... Nee. Es gibt noch eine ganze Reihe an anderer Meinungs-Creator, bei denen es auch immer mal wieder natürlich vorkommt, dass einzelne Creator... Simply wird auch dein Scam-Netzwerk aufdecken, also aufpassen. Meinst du, die werden herausfinden, wo sich der Keller befindet, wo ihr alle drinsteckt? ...kritisiert werden oder sich ein einzelnes Video einem ganz bestimmten Creator widmet. Zum Beispiel gibt es da eine Alicia Joe oder einen Parabelritter, wo das vorkommt. Aber in den allermeisten Fällen bei denen geht es in dem Video doch eher um ein spezielles Oberthema und nicht um eine spezielle Einzelperson, was das Ganze in Aspekten eben schon manchmal differenzierter einfach macht. Jetzt fragt ihr euch gerade vielleicht so, Jonas, warum drehst du überhaupt dieses Video? Weil das sind doch eigentlich alle Creator, die du hier genannt hast, sind doch eigentlich alles coole Creator. Das sind Meinungsblogger, die sich für das Richtige einsetzen. Und ja, ihr habt tatsächlich recht. Egal, ob jetzt ein Just Nero, eine Sascha oder ein Alpha Kevin, das sind alles Creator, die ich mir selber privat auch angucke. Und ehrlicherweise besonders dann gerne, wenn die eben... Warum nicht mich? Mann, ich bin für alle zu irrelevant. Für alle. Wann werde ich endlich relevant? Wann beachtet mich endlich einer der Großen? Wann erblickt mich ein großer Stern auf dem... Auf dem Reaction-Himmel, och Mann. Einzelne Personen roasten, die ich im besten Fall dann sogar selber kenne. Also nicht persönlich, weil ich mit denen befreundet bin, um Gottes Willen, sondern weil ich eben irgendeinen Bezug zu denen habe. Ne? Weil ich mich zum Beispiel selber mal über diese Person aufgeregt habe oder mir selber schon mal gedacht habe, so, yo, finde ich auch nicht gut, was die macht. Und toll, dass jetzt ein Alpha-Kevin-Video darüber macht. So, versteht ihr die Ebene? Am Ende des Tages muss man sich trotzdem aber ehrlicherweise auch eingestehen, dass es nicht groß... Da musst du mal einen anbeefen. Mit wem soll ich anfangen, Chat? Was anders ist, als es bei mir jetzt gerade im Titel steht. Und zwar ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, seine Kollegen zu kritisieren. Was jetzt ja zwingend auch nicht falsch sein muss. Man muss natürlich erstmal sagen, wenn man hier von Kollegen spricht, erstmal hat einen natürlich niemand dazu gebeten, dass das die Kollegen von einem sind. Also, ich krieg da selber Gänsehaut, wenn mir jemand sagt, dass Z-Max, ApoRed oder Julienko meine Kollegen sind. Z-Max. Huiuiui.
Absolut Gänsehaut. Und zweitens klingt natürlich Geschäftsmodell auch so ein bisschen durchtrieben, als wäre das so der Plan von vornherein gewesen. Trotzdem verdienen diese Leute, wie auch ich, eben Geld damit, wenn ich Leroy kritisiere oder die militante Veganerin. Und vor allem eben dann, wenn ich merke, dass die Videos eben sehr performant sind, wenn ich explizit einzelne Leute kritisiere und deswegen vielleicht eher nochmal dazu tendiere, auch eben explizit die Person im Titel und im Thumbnail zu nennen und das Einzelvideo nur um diese Person drehen zu lassen, weil das eben in der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert hat. Aber um das trotzdem ganz kurz einmal zu claimen, die Basis dieses Videos hier soll nicht sein, diesen Content zu kritisieren, denn erstens kommen wir aus Zeiten, in denen in Chicken Wings gebadet wurde. Keine Ahnung, nimm einfach Monte oder so. Ja, aber das wird nicht ernst genommen. Ich muss jemand so Jonas oder so nehmen. Oder Bombenpranks gemacht wurden. Also ist es toll, dass es diese Art von Kritik-Content gibt, denn der ist viele, viele Ligen besser. Und zweitens ist ja auch das Tolle, dass man oftmals... Aber ich kann auch verstehen, wenn man halt so Kritikvideos nicht feiert. Also kann ich voll verstehen. Ich bin halt immer noch so in der... Ich weiß nicht, wo ich mit meinem Hauptkanal hin will, um ehrlich zu sein. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Als aus diesen Videos auch wirklich was mitnehmen kann. So lernte man zum Beispiel in Saschkas Video über Julienko, dass man eben nicht auf seine Scams oder eben ähnliche Scams, die es so gibt, reinfallen sollte. Also es ist gut für den Zuschauer, sich diese Videos anzuschauen, um sich in dieser Form eben ein besseres Bewusstsein über den Umgang mit sozialen Medien zu schaffen. Und auch bei einem Klängern wird man darüber sensibilisiert, wie... All the way up. ...einfach Creator ihren Lifestyle und ihr Business faken können und dass man sich... Ich find's halt so krass, wie so viele Creator einfach von 0 auf 100 in die Höhe steigen, wisst ihr? Ich meine, ich mache ja so den Schritt für Schritt ganz langsam berghoch Marsch. Manchmal geht es auch ein paar Schritte wieder runter. Aber so geht es so ganz langsam hoch. Aber so ein hier Theo Strattmann, die sind ja wirklich von der Bekanntheit. Oder auch ein Jay Riddle. Zack, wisst ihr, ich meine? Ich finde es halt so krass, wie das funktioniert. Ich frage mich, wie das geht, wie man wirklich so... Also es kommt ja immer wieder der Nächste, der von 0 auf 100 auf einmal abgeht. Ich daran kein Beispiel nehmen sollte und auch ein... Theo Strattmann mag aber keinen, aber trotzdem kennt ihn jeder, weißt du, ich meine? Just Nero hilft einem bei der moralischen Einordnung von vielen Dingen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass man den Content, wenn man es wollte, durchaus auch allgemeiner halten könnte, ohne eben explizit immer mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen zu müssen. Um darüber aufzuklären, warum die Teilnahme an Gewinnspielen gefährlich ist, muss man nicht ein einzelnes Video über einen Leroy oder einen Julienko drehen, sondern kann ganz allgemein ein Video einfach der Problematik an Gewinnspielen widmen. Um zu erklären, warum Trading-Telegram-Gruppen oftmals ganz schöner Scam und Abzocke sind, muss man den Case nicht explizit um ApoRed herumbauen. Dieses kleine, aber entscheidende Extra, quasi in jedem Video dieses riesige Beispiel-Aushängeschild für das jeweilige Problem dabei zu haben, ist aber eben oftmals der entscheidende Unterschied für den Erfolg des jeweiligen Videos. Man nimmt also gerne in... Die Leute wollen es ja auch sehen. Wisst ihr, die Leute wollen ja den Beef sehen. Die Leute wollen die Front sehen. Kauf, weil man sich selber auch im völligen Recht dazu sieht, eine Person vor 100.000 Menschen zu kritisieren und auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, weil man natürlich selber weiß, dass das einfach mehr Klicks bringt. Also ja, wenn es einem selber explizit darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person auch einfach schreiben. Und wenn ja, hundertprozentig. Also ich kann euch garantieren, fast alle Meinungsblogger machen das nicht, weil sie irgendwie die Leute, weil sie sich denken, die sehen das und denken sich, oh, das muss ich verhindern. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel bei den Rammstein-Sachen, die ich gemacht habe, um da Keile und so zu verteidigen, das habe ich richtig, da waren mir die Klicks scheißegal, das habe ich einfach richtig aus Überzeugung gemacht. Das, was ich jetzt mit Maximilian Pütz und so die ganze Zeit mache, mache ich voll aus Überzeugung. Aber so jetzt ein Video über jetzt ein Reason oder so und seine Tastatur, die mache ich jetzt nicht, weil ich das so unfassbar schrecklich finde, obviously, sondern einfach, weil ich euch damit unterhalten will und mich halt freue und halt denke, dass das Video viele Leute sehen, so. Aber wer jetzt denkt, Meinungsblogger sind jetzt Leute, die denen, weißt du, wisst ihr, so Moral unfassbar wichtig ist und so, das ist natürlich, weiß ich nicht, die meisten Meinungsblogger sind hauptsächlich auf ihre Klicks aus, würde ich mal sagen. Wenn man ein größerer Creator ist auf YouTube, genauso wie alle YouTuber sonst auch, YouTube mit mehreren hunderttausend Followern, dann wäre es nicht mal mega unwahrscheinlich, dass... Oder was heißt hauptsächlich, aber schon in jeder Reaction einfach 1 Euro, 100 Bits, weil du einfach jede Reaction stören willst. Perfekt. Das ist einfach ein Extraverdienst, so werde ich reich. Ich mache einfach unendlich Reaction, dann habe ich unendlich Euro. Oder so, das mitkriegen würde, wenn man ihm schreibt. Oder wenn man weiß, dass die Person faktisch richtig was verkackt hat, dann kann man das auch einfach zur Anzeige bringen und müsste darüber nicht unbedingt ein Video machen. Und wenn...
Ja gut, aber nicht alle schlechten Sachen sind auch anzeigbar. Es gibt auch ultra viele Sachen, bei denen jemand verkackt hat, die einfach unmoralisch sind, aber jetzt nicht strafbar. Es einem darum geht, auf diesen sensiblen Sachverhalt hinzuweisen, weil zum Beispiel eben Gewinnspiele Scam sind, dann kann man auch einfach allgemein ein Video über diese Gewinnspiele machen. Diese Kombination aber aus, man hat hier diesen Case, aber man hat auch perfekt diesen Creator, den man richtig schön dafür kritisieren kann. Und das bringt dann die großen Aufrufe. Das ist eben das, was ich als diesen substanziellen Gossip bezeichnen würde. Nehmen wir noch als Beispiel den Case rund um Julienkos neue Freundin Tanja. Die wurde in YouTube Deutschland nämlich Bro, ich habe nichts von der mitbekommen. Sowas juckt mich gar nicht. Also so Gossip-YouTube wirklich interessiert mich 0,0. Licht durch den Fleischwolf gezogen. Von der Sascha, von der Alicia Joe, nochmal von der Sascha, von ja, Marvin so Hops genommen und nochmal von der Sascha. Die Frage ist hier eben, braucht es Aufklärung rund um übertriebenen Konsumismus, gefährliche Kooperationspartner und Beauty-Behandlungen? Definitiv ja, die Aufklärung braucht es. Muss sich das Video dabei immer rund um Tanja drehen, nur weil sie das macht? Müsste nicht unbedingt. Wird das Video aber dadurch viel besser angeklickt? Auf jeden Fall, definitiv. Und ist es Tanja am Ende selber schuld? Ja, safe natürlich auch. Deswegen, man kann niemandem einen Vorwurf machen. Sollen die doch einfach mal daraus lernen und diese Scheiße aufhören, mein Gott. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind so viele Videos so erfolgreich, in denen einzelne Personen kritisiert werden? Also erstmal hat tatsächlich die Reaction-Szene einen gewissen Einfluss darauf. Wobei die am Grunde... Hey, wir! Spaß, keiner juckt sich für uns. ...natürlich auch nur eine Art verlängerter Arm des Symptoms sind, denn die klicken ja auch aus demselben Grund auf die Videos, wie die Zuschauer auf die Videos klicken. Bleiben wir aber hier mal ganz kurz beim Tanja-Case. Zu jedem der von mir eben aufgezählten Videos gab es unzählige Reaktionen von Creatoren, die teilweise noch mal mehr Reichweite hatten als die Creator, die das Ursprungsvideo gedreht haben. Da haben wir eben Leute wie Rezo, wie Montana Black, wie Alicia Joe, wie Yasmin Gnu, die das dann natürlich noch mal mehr anheizen. Und eines Tages, Chat, wird da meine Fresse sein. Sag ich euch. Natürlich, die interessieren sich auch für diesen High-Value-Gossip, weil es quasi ja auch mal die Möglichkeit ist, völlig schamlos über jemanden abzulästern, ohne dass man dafür gejudged werden könnte, weil die Person, die gejudged werden muss, ist ja die, um die sich das Video dreht. Hier noch ein kleiner Zusatzeinschnitt, weil ich gerade das Video sichte und nicht... Das ist mit seiner Hand da passiert. ...wie ich aussehe, das ist jetzt gerade hier nach meinem Boxkampf, ich habe mir meine Hand gebrochen. Ein guter Beispiel... Oh, gute Besserung. Okay, ist genau dafür, weil es in den letzten Tagen alles rund um Leroy. Zu Leroy habe ja nicht nur ich ein Video gemacht, sondern viele andere Meinungsblogger eben auch. Und darauf wurde eben auch sehr, sehr viel reagiert. Also wie auf Tanja wurde auch ganz viel auf Leroy reagiert. Und dann ist es eben passiert, dass Reaction-Streamer wie beispielsweise Montana Black solche Aussagen hier getroffen haben. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt? Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat eine Person... Dieser Clip, Junge, ich habe den schon öfter gesehen als meine ganze Familie jemals. So sitzen die aktiv. Ich kann jetzt schon fast mitrappen. Der Hund reagiert und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber er unternimmt dagegen nichts. Er weiß, dass es aber passiert, also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Woher weißt du Goofy das denn? Hast du mich mal gefragt, anstatt mir irgendwelche kranken... Mittäterschaften zu unterstellen. Eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hundeficker, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen... Woher weißt du, Goofy, das denn? Einen sinnvollen Beitrag. Und das muss man sich mal reinziehen. Du nennst mich vor einem Millionenpublikum einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. So, und einem Leroy jetzt quasi eine Mitschuld an einer Tiervergewaltigung vorzuwerfen, das ist halt einfach zu viel auf Basis der Tatsache, dass ein Montana Black sich das Originalvideo nie angesehen hat, ein Leroy auch nie gefragt hat, inwieweit er das vielleicht schon gemacht oder versucht hat, sondern er quasi nur den Zusammenschnitt in diesem Fall von Sascha gesehen hatte und sich darauf dann die Meinung bildet und vor einem Millionenpublikum dann das über Leroy sagt, das ist eben ein gutes Beispiel für genau diese Art von Gossip in Anführungsstrichen, die dann eben passieren kann, also Unwahrheiten, die dann plötzlich verbreitet werden, weil man sich eben nur noch einzelne Ausschnitte ansieht und dann eben nochmal verschärft seine eigene Meinung weitergibt. Und das macht genau diese Art von Content eben tatsächlich sogar gefährlich. Das, was Leroy da sagt, ist halt Bullshit, rechtlich die Gesetze gibt es schon lang. Ja, aber wenn Beweise fehlen oder so. Und ich hoffe, ihr versteht an dieser Stelle eben auch dann ganz gut, warum man, finde ich, auch da... Gut, der hat es öffentlich gesagt und so, keine Ahnung. I don't know, irgendeinen Grund wird schon geben. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er oft genug angezeigt wird. Also ich würde es jetzt gar nicht mehr so hinterfragen, um ehrlich zu sein. Weil... Der war ja schon in etlichen Videos.
darüber einfach mal kritisch sprechen darf. Und ich sag das hier gerade übrigens auch völlig wertfrei, weil A, mache ich das auch super gerne selber und B, kann man ja auch immer sagen, die Person in dem Video, die hat es selbst so verdient, dass es passiert und man lernt ja auch was. Und wie gesagt, vergleicht man das mit 95% des anderen Bullshit-Contents, den es hier so auf den Plattformen gibt, dann ist das hier wirklich gerade Meckern auf sehr hohem Niveau. Vielleicht gerade kurz noch zu einem sehr spannenden Teil dieses Videos, zu der Frage, warum die Leute eben eigentlich Videos lieben, in denen das Lustige ist, wenn es keine Trash-Influencer mehr geben würde, ja, und keine Influencer, die irgendwas verkacken würden, dann wären alle Meinungsblogger arbeitslos. Also ist halt wirklich so. In Einzelpersonen so kritisiert werden. Warum ist das so ein Phänomen? Warum schaut man sich sowas so gerne an? Also erstmal ist da natürlich die Schaulustigkeit und Sensationsgier. Wenn irgendwo auf Social Media Beef ausbricht, dann liest man nicht selten Kommentare wie, oh, ich gehe mir erstmal Popcorn holen. Ich meine, die Menschen könnten ja auch völlig anders darauf reagieren. Und zum Beispiel sowas schreiben wie, oh, da ist... Einfach schaulustig. Die Leute, die feiern das, wenn Leute zerstört werden, wisst ihr? Wenn es Beef gibt, wenn es Drama gibt, wenn Leute sich zerfetzen auf YouTube und so. Kann ich auch verstehen. Finde ich auch gut. Ein Streit. Ich werde mich jetzt erstmal hier abmelden, weil sowas möchte ich gar nicht sehen. Aber das passiert nicht. Vor allem aus so Gründen wie der Sensationsgier und auch einem gewissen voyeuristischen Charakter sind gerade die ganzen Trash-TV-Sendungen so erfolgreich, wie zum Beispiel Sommerhaus der Stars. Am Ende fühlt man sich einfach gut, wenn man sich sowas anschaut oder sogar besser. Und das ist im Übrigen nicht nur dieses über andere Stellen, wo ja oft viele Menschen drüber sprechen, dass man eben Leute schnell dafür verurteilt, wenn sie Trash-TV schauen, dass sie sich nur über die Leute drüber stellen wollen. Am Ende haben diese Sendungen auch einfach Unterhaltungswert. Ein Faktor, warum man sich Videos gerne anschaut, in denen andere kritisiert werden, kann auch der Vergleich mit dem eigenen Leben sein, der einem manchmal auch dabei hilft, sich selber im Leben einzuordnen. Werden beispielsweise einzelne Creator kritisiert, kann man das mit seinem eigenen Leben ganz gut abgleichen. Also zum Beispiel könnte sich ein Montana Black bei seiner Reaktion selber fragen, ob er auf Marvel... Wer fühlt sich denn gut, wenn er Trash-TV guckt? Ja, Leute gucken halt Trash-TV und fühlen sich danach gut, halt so schlauer, wisst ihr, ich meine, die gucken das und fühlen sich danach schlau, weil sie halt... weil die Leute, die da drin sind, halt so dumm sind. Wenn es Prank auch reingefallen wäre, ob er für diese Heilsteine auch Werbung gemacht hätte. Und bei Leroy kann sich der Zuschauer dann fragen, ob man die gleichen teilweise problematischen Haltungen einnehmen würde oder eben eine ganz andere hat. Also man kann eben toll immer vieles mit den eigenen Positionen vergleichen. Und die Videos helfen durchaus auch bei einem gewissen sozialen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine, die allermeisten werden oftmals die Position des Creators teilen, der einen anderen Creator kritisiert, weil das oftmals schon so der Konsens ist, was da kritisiert wird. Und meistens fühlt es sich dann gut an zu wissen, ah, da ist ja noch jemand anders da draußen, der das so sieht wie ich. Also zum Beispiel nach dem Motto, ja Mann, Leroy ist mir auch schon negativ. Für die 100 Bits trotzdem. Ich zieh dir das Geld aus der Tasche. Mach dich arm. Mal gucken, wann bist du in der Top 10? Stark. Boah, du bist schon in der Top 7. Alter, weiter so. Oder ja, was Tanja da abzieht, das geht echt gar nicht. Und da sind ja auch die ganzen Leute noch in den Kommentaren, in der Community, die genau das auch kommentieren. Und wenn man dann selber noch schreibt, ja, ich habe das auch schon immer so gesehen, dann fühlt man sich dadurch eben richtig zugehörig und viel weniger allein. So, sorry Leute, ich komme nicht drum rum, gerade nochmal einen ganz kurzen Nachtrag hier reinzuschieben, weil sich einfach jüngst so viele Ereignisse ergeben haben, an denen ich das eben auch super gut festmachen kann. Und um eben nochmal... Ja, das ist es mehr tatsächlich. Ich denke mir was in meinem Kopf und finde es gut, wenn ich sehe, dass andere Leute es auch so sehen. Als ob ich keine Freunde hätte, außer vom Internet. Ja, aber fühle ich, vor allem bei Reactions, habe ich vorhin schon gesagt, so geil, wenn ich dann irgendwie mit halt so dem Lieblings-YouTuber oder dem Lieblingsstreamer halt was zusammen schauen kann. Zum Beispiel, ich schaue mal Kobe Byrne, der schaut halt immer von allen NBA-Spielen halt die coolsten Highlights in seinen Videos und ich kann halt mitschauen und der kommentiert halt noch mehr Hintergrundinformationen dazu, die ich nicht weiß. Und ich denke mal, das Gleiche ist halt auch hier, entweder man schaut es halt wegen Informationen und Haltung, beidem, und halt auch so Videos, in denen halt Leute hops genommen werden, weil es halt lustig ist und unterhaltsam, wenn halt jemand einen anderen frontet, ist halt so. Mal ganz deutlich zu machen, worauf hier meine Kritik fußt. Das Problem ist einfach, dass es super schnell geht, dass bestimmte Themen, die man ja eigentlich ansprechen, flaggen möchte, dass die eben unglaublich schnell zu Personendebatten werden und das Thema plötzlich in den Hintergrund gerät, weil diese Art von Content einfach besser funktioniert. Das kann man beispielsweise auch bei Boulevardzeitungen beobachten, wie der Bild, wo zum Beispiel dieser große Steuerhinterziehungsskandal rund um Uli Hoeneß plötzlich eben voll zur Personendebatte wurde und
Es ging eben darum, was für ein mieser Mensch Uli Hoeneß ist und dieses Thema Steuerhinterziehung hier eben endlich so ein Gesicht bekommen hat, wo sich dann eben plötzlich alle draufgestürzt haben. Und um dieses Phänomen eben ganz gut zu beobachten, ist jetzt auch ganz passend eben zuletzt dieses Upright-Thema gewesen, der eben gestern zusammen mit Leon Mascher revealed hat, dass das Ganze nur ein Prank war. Also Upright hat ein Video hochgeladen, was sehr ehrlich gewirkt hat, in dem er eben erklärte, dass er pleite ist und dass er dem Staat ganz viel Geld schuldet. Und darüber haben eben ganz viele auch Videos gedreht, super viele Meinungs-YouTuber, haben darauf dann eben reagiert, haben ihre Sachen dazu gesagt. Und hier wird aber jetzt eben deutlich, wie einfach es ist, all diese Leute eben hops zu nehmen, und trotzdem hat aber jeder so seine Meinung dazu gehabt. Und ich finde, man kann schon... Ja, also bei Upright hat man es wirklich extrem gesehen, Junge, wie alle sich draufgestürzt haben, wie gierige Hunde auf die Klicks. Kritisieren und einmal... Ich habe nur 400 Aufrufe bekommen vom großen Topf. Überlegen, ob es wirklich notwendig ist, jedes Thema immer an einer Person aufzuhängen oder ob man sich das eben an manch anderen Ecken nicht vielleicht auch sparen kann oder man sich zumindest genug Zeit nehmen sollte, gerade wenn man ein 100.000 Millionen Publikum hat, um zu recherchieren und zu schauen, wie es wirklich aussieht. Und das unterscheidet sich aber natürlich auch total, und da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du ein Video im Vorhinein aufnimmst, ob es nur eine Reaction ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, den Punkt kann man jetzt trotzdem ganz gut nachvollziehen. Kanäle, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, andere Influencer-Kollegen zu kritisieren, die gibt es, durchaus im konstruktiven Sinne, genauso aber auch im satirischen Sinne, und ich meine, solange die Inhalte auf einer gewissen gerechtigten Kritik fußen. Ja, erstens das und zweitens, also es gibt ja nur wenige Leute auf YouTube, die wirklich andere Leute so richtig fertig machen wollen, ja, es gibt es hin und wieder, aber die meisten Leute wollen halt einfach nur sich über andere lustig machen, also die Meinungsblogger, sag ich jetzt, oder halt Leute kritisieren auf eine lustige Art und Weise oder auch auf eine ernste Art und Weise. Aber es ist ja nicht so, als würden Meinungsblogger jetzt versuchen, die anderen irgendwie komplett fertig zu machen oder so. Und von daher finde ich das absolut in Ordnung, dass man halt es alles so an einer Person ausmacht, ja. Dann habe ich persönlich dagegen nicht viel einzuwenden. Wenn man merkt, dass jemand bestimmte Creator vor allem deswegen kritisiert, weil sie halt gerade relevant sind oder weil halt gerade alle anderen die Person auch kritisieren oder weil die letzten Videos eben besonders performant mit dieser Person waren, dann finde ich... Alpha, Kevin und Kai sind ja auch seicht in den Aussagen. Ja, safe. Also die beiden sind vor allem Kaiser ist super, super lieb und vorsichtig und passt auf, frontet keinen zu sehr. Also der ist wirklich so der netteste Meinungsblogger. Ich finde das eher schwierig, aber es ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch Fälle, in denen kann man nicht genug über eine Person sprechen oder in denen können nicht genug Leute insgesamt darüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass darüber eben gesprochen wird. Und dann ist es eben auch ganz klare, konstruktive Kritik an einem bestimmten Fall und nicht einfach nur lasches Ablästern. Also wie gesagt, man muss hier in den einzelnen Fällen ganz deutlich differenzieren. Mich würde an dieser Stelle natürlich interessieren, wie seht ihr das? Content Creator, deren Geschäftsmodell vor allem darauf basiert, andere Creator zu kritisieren. Go oder no go? Junge, das ist wie so eine cringe Fernsehabmoderation. Ich würde sagen, go. Nein, Leute, mich würde echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch soweit auf jeden Fall noch einen wunderbaren Montag und eine... Ja, ganz gutes Video. Interessant. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Jonas Abi das Video aufgegriffen hat. Es ist echt so eine Sache, über die man relativ wenig redet. Ich fand zum Beispiel bei Leroy waren die ganzen Meinungsblogger viel zu hart. Ein kleiner Wichser. Achso, zum Beispiel bei Leroy hat man es gut gesehen, dass Meinungsblogger absolut übertrieben haben an vielen Stellen und da einfach nur draufgehackt haben, weil es halt Klicks gebracht haben. Er hat also die Gefahr... ist halt relativ groß als Meinungsblogger, dass wenn du halt ein Thema gefunden hast, was Klicks bringt, dass du halt komplett ausschlachtest und dann halt unverhältnismäßig wirst. Aber das passiert auch nicht immer, nur hin und wieder. Und ja, danke für das Video, danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, sonst wird Jonas Ems euch zu Hause besuchen und 20 Arten zu küssen mit euch drehen. Abonniert den Kanal, zack, zack, liked das Video und folgt mir auf Twitch. Ciao!